wenn auch Sie nicht jeden in Ihr Netz lassen wollen. Vertrauen Sie Cloud-Lösungen mit Security von NetPlan. Wir wussten, dass es schwierig wird. Es ist, glaube ich, die drittstärkste Rückrundenmannschaft. Da wussten wir, was uns erwartet. Haben alles besprochen, wollen das heute auf dem Platz zeigen. Ich denke, das haben wir 1-1 umgesetzt und ja, hochverdient gewonnen. Ich glaube, wir haben eine sehr konzentrierte und sehr gute Leistung gezeigt über das ganze Spiel hinweg. Hatten sehr viel Ballbesitz, gerade noch in der zweiten Halbzeit haben wir es sehr gut gemacht. Wir defensiv sehr wenig zugelassen und das war, glaube ich, wieder der Schlüssel zu unserem Erfolg. Zwei davon durch Standards. Tut auch immer mal gut. Wie Sie schon gesagt haben, die Chancen waren jetzt heute nicht so da. Vielleicht auch wie in den letzten Heimspielen davor, wo man auch vielleicht so wie in Toni Pfingst 2-0 zu Hause macht gegen Meppen durch einen Alleingang. Aber dennoch, ja, finde ich, haben wir das Spiel bestimmt, haben den Ball gut laufen lassen, haben die Bälle in die Box gebracht, trotzdem 3 Tore erzielt. Da waren wir die letzten Wochen auch schon sehr gefährlich und auch das konnten wir heute wieder bestätigen, dass wir da dranbleiben und weiter uns dadurch Tore einfach erarbeiten können und dass das in der Liga ganz wichtig ist. Ist, glaube ich, wirklich jedem bekannt. Ist, glaube ich, sehr, sehr volles Stadion, sehr heiße Atmosphäre in Magdeburg und genau dafür spielen wir Fußball. Und dafür haben wir jetzt das erarbeitet, dass wir da ein Topspiel haben und ja, freuen wir uns drauf. Ja, wir wissen uns, was uns dort erwartet. Super Fans, super Stimmung. Ich glaube, für jeden Fußballer, auch gerade für einen Drittligist, eine geile Stimmung. Und es macht Spaß auf jeden Fall, bestimmt dort aufzudrehen, aber natürlich auch, um dort zu bestehen. Schöne Sache, weitermachen.